Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X Rebirth. Wir sind zurück in Malstrom. Hier an dieser Stelle haben wir Schluss gemacht beim letzten Mal. Hier bei diesem Übergang zu einem noch unbekannten Sektor. Was ist denn aktuell unsere Mission? Ja, wir sollen ja jetzt mit unserer tollen Tarnvorrichtung hier an irgendeine schwindelige Xenon-Station andocken und da ein Bömmchen platzieren. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das klingt für mich nach einer Harakiri-Aktion, nach dem Himmelfahrtskommando, wie auch immer man das nennen mag. Ja, und dafür haben wir beim letzten Mal eine bzw. zwei Trojaner-Drohnen uns besorgt. Das sollte man nämlich noch machen, wenn wir die Station wohl auch erst noch hacken müssen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich erinnere mich, wir haben die Trojaner-Drohne ja ziemlich am Anfang vom Plot mal verwendet, um bei der Plutarch Mining Corporation reinzuhacken und zu schauen, dass die Wahrheit über die Plutarch Mining publiziert wird. Ja, da haben wir uns alles andere als clever angestellt. Ich hoffe, diesmal machen wir es besser. So, auf geht's. Ab in den neuen Sektor. Ich bin mal gespannt, wie er heißt. Und hier haben wir zum Glück ein paar Schiffe vor uns, wo wir ein bisschen uns ziehen lassen können. Überraschend, dass jetzt gerade hier in diesem Sektor ein paar Schiffe bereitstehen, um hier ja, uns Huckepack zu nehmen. Das war ja bislang die Erfahrung in Malstrom, dass da die Highways alles andere als gut ausgelastet sind. Aber hey, will mich nicht beschweren. Erreiche Zerschmelz. Viel Glück da draußen, Skunk. Nur ein Wort von Ihnen und wir kommen rein zur Unterstützung. Ja, gut zu wissen. Vielen Dank. So, hier ist eine Aron von der argonischen Regierung. Gut möglich, dass das Admiral Base ist. Und hier haben wir schon wieder ein paar Rote. Uiuiui. Ein Xenon. Und noch ein Xenon. Aber gut, die tun uns ja hoffentlich bald nichts. Hier sehen wir schon, die Aron greift die Xenon an. Ja, dann wollen wir gleich mal sehen, wie das aussieht. So, der wird ziemlich schnell platt gemacht. Ui, die treffen auch noch uns. Ich glaube, ich spinne. Aber hat was gedroppt. Komm, das stecken wir natürlich ein. Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Dankeschön. So, was ist denn das hier für ein Laden? Schauen wir es uns kurz auf der Karte an. So, hier gibt's ein bisschen Material. Nividium, Silizium, Erz und Kristalle. Aber ansonsten wissen wir hier noch rein gar nichts. Ja, okay. Na gut, lassen wir uns überraschen. Sieht auf jeden Fall auch toll aus. Rein optisch gesehen. Nicht schlecht so. Also wir sollen hier in diesen Highway. Na dann auf geht's, ab die Post. Aktiviere Tarnvorrichtung. Na prima. Die Tarnvorrichtung. Ja, da hat uns ja Betty beim letzten Mal ein bisschen verarscht. Oh, hier ist wieder so ein riesiger Car Branch 9 Zerstörer von den Xenon, der ist mittlerweile Status verbündet, ne? Haben wir gerade gesehen. Zerschmetterte Singularität. Haben wir gerade gesehen, da stand plus 30 oder so. Neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Genau, plus 30, also unsere Tarnvorrichtung gaukelt jetzt quasi hier vor, dass wir ein Xenon sind. Ja, ich war ja kurz dabei, noch auszuführen auf die Reaktion von Betty, als wir die Tarnvorrichtung zum ersten Mal aktiviert haben, zu Testzwecken, hatte die Betty dann gleich erzählt, starte oder suche Terraforming-Objekte, bla bla, und im ersten Moment gedacht, ach du Schande, heißt das jetzt, dass die Betty hier jetzt ebenfalls aufgrund der Xenon-Technologie der AGI sich hier jetzt zu einem Xenon transformiert, aber ich glaube, die hat uns nur verarscht. Aber gut, war natürlich mal ein schöner Schreckmoment. So, wie sieht's aus? Ah, okay. Hier sind wir. Jetzt kommt hier die erste Zone. Was ist denn das hier? Ist eine Schnecke oder was? Sieht aus wie ein Schneckenhaus. Kühner Gewinn. Ist der Zonenname. Da vorne sehe ich auch schon eine Konstruktion. Finde ich ja mutig, dass es hier Konstruktionen gibt in einem Gebiet, wo die Xenon unterwegs sind. Bin mal gespannt, welche Fraktion so lebensmüde ist und hier eine Station hinbaut. Die sieht aber sehr komisch aus. Erreiche Gewinn. Die sieht ja wirklich komisch aus. Was sind das für eine Station, bitteschön? Ui, was ist denn? Lauter rote Schiffe. Lauter rote Schiffe. Achso, okay, das sind Personentransporter. Wir haben schon gedacht, meine Herren, was ist denn jetzt los? Funktioniert unsere Tarnvorrichtung nicht mehr? Also das ist ja mal ein komisches Konstrukt, das Ding hier. So völlig untypisch. Und ich sehe jetzt auch keine Is, die ich freischalten könnte. Seltsame Konstruktion. So, hier haben wir... Ah, jetzt, okay. Der Aquädukt. Mhm. Der Aquädukt, aber ich kann keine Informationen freischalten dazu.
Wird's mir denn auf der Zonenkarte angezeigt? Schauen wir kurz. Ja, wird mir angezeigt. Allerdings nur zu 1% erforscht. Mhm. Spannend. Ja, wie will ich es denn erforschen, wenn ich keine Is freischalten kann? Wie soll das gehen? Hier ist ein I. Okay, jetzt. Mein Gott, habe ich bloß nicht gesehen. War ich wieder blind? Was ist das bitte für ein Laden hier? Da drüben ist noch was. Man sieht ja natürlich auch sehr gut mit dem Nebel. Hm. So. Ja, herzlich willkommen bei Glücksrad. Ich kaufe ein I für 250 Euro. Da oben ist nochmal eins. Oh, ich kann ja jetzt hier nicht alle Is abfliegen. Da kriege ich ja ein Kind, ey. Da kriege ich ja echt ein Kind. Nee, nee, nee. Komm, das machen wir anders. Ach, jetzt haben wir 100% freigeschaltet. Okay. Alles klar. Xenon-Modul. Okay, das ist nur zur Verteidigung offenbar. Und hier ist eine Ryak-Jagdstaffel. Also von unseren Freunden, den Split. Was, ja, was heißt Freunden? Eigentlich sind es ja gar nicht unsere Freunde. Es sind halt die verrückten Split hier. Okay, hier, also es gibt nichts. Hier wird nichts produziert, gar nichts. Das ist nur ein Kraftfeldprojektor und zwei Geschütztürme. Mehr ist es nicht. Er ist ja wirklich stark bewaffnet hier für Xenon. Da wird wahrscheinlich dieser Branch da drüben wesentlich mehr austeilen. Aber gut, wir sind ja nicht hier für Sightseeing, sondern wir sollen ja hier eine kleine Sabotageaktion starten. Also weiter geht's. Wieder Blick auf die Karte. Hier geht's lang. Okay, hier gibt es zusätzlich noch Wasserstoff als abbaubarer Rohstoff. 1 Million in der Zahl. Ja, das ist aber nicht viel, oder? 1 Million. Ich glaube, da haben wir woanders schon mehr gesehen. Also hier geht es wohl nur One Way, wenn ich mir das so anschaue. Vermutlich wird es hier dann weitergehen. Eine große Schnecke, da müssen wir wahrscheinlich einmal komplett durchfliegen müssen. Genau, hier kommt auch schon die dritte Zone. Schrödingers Dorn. Und wieder stellt sich mir die Frage, wer lässt sich bitte solche Namen einfallen? Naja. Sind wir gespannt. So, da sehe ich aber mal nichts. Das ist eine leere Zone, wa? Da sehe ich gar nichts. Da ist nichts, außer ein paar Asteroiden. Und ein paar rote. Schrödingers Dorn. Und ein paar rote Schiffe, aber gut, das sind ja die Personentransporter. Ja, da haue ich jetzt nicht drauf, das muss ja nicht sein. Nicht, das muss uns da irgendwo noch verscherzen. So, nö, also hier ist echt nichts. Ja dann, diesmal weiter. Aber interessant, dass hier so viele zivile Schiffe rumfliegen, also so diese Personentransporter und so. Und das, obwohl die Xenon hier im Sektor vertreten sind. Also mutig, mutig. Die Angst vor den Xenon kann gar nicht so groß sein, wie sie immer alle tun. So, nächste Zone. Direkt hier am Start ein kurzer Flug. Zeitverwerfung der Name. Ja, da scheint es auch nichts zu geben. Na prima. Ja, wo sollen wir denn bitte unsere Sprengladung anbringen? Hier ist ja nichts. Hier ist ja gar nichts. Ja, ich glaube, da haben wir uns die Split sauber verarscht, wa? Erreiche Zeitverwerfung. Nö, da ist nix. Ja gut, dann ab in den nächsten Highway. Koordinaten an uns folgende Schiffe. Mal wieder eine Reisefolge in X-Rebirth. Wir schauen uns das Universum an. Zu unserer Linken sehen Sie in voller Größe einen strahlenden Planeten. Zu unserer Rechten sehen Sie eine Menge Nichts. Ja, Ausnahme ein paar kleinere Asteroiden. Wollen Sie eine Kamel-Langhaardecke kaufen, greifen Sie zu, absolute Sonderpreise bei uns hier an Bord. Mit dabei sein, steigen Sie ein, lösen Sie Ihr Ticket auch für die Rückfahrt. Allerdings nur in Kombination mit einer Kamel-Langhaardecke zum Preis von 99 Euronen. So viel zur leichten Unterhaltung hier auf unserem kleinen Trip in Maelstrom zu dieser mysteriösen Xenon-Station. Ja, hier sehen wir schon, hier drüben sind wir vorne reingeflogen. Also wirklich einmal im Kreis sind wir jetzt rumgeeiert. Und hier ist auch schon wieder so ein K9-Branch von den Xenon. Naja. Also ich hoffe ja mal, dass wir uns mit so einem Ding nicht anlegen müssen. Da ist nochmal einer. Uiuiui. Ja, jetzt wird es schon heftiger, glaube ich. Ich warte bloß drauf, dass man wieder zur Sache geht. Erreiche
Gravitationsanomalie. So, da ist er auch schon. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Es fehlt ja bloß noch, dass jetzt plötzlich unsere Tarnvorrichtung den Geist aufgibt und dann ist hier Polen offen. Dann brennt der Baum. So, da waren wir jetzt auch. Da ist aber auch nichts. Ja, dann muss ja die Station hier sein. Das ist ja die letzte Hoffnung eigentlich, ne? Dass die Station hier ist, weil da geht's ja schon wieder raus. Ah, da sind wir auch schon. Kryptisches Herz. Na gut, also. Und jetzt, ach Gott, im Nebel, jetzt sehen wir wieder nichts. Was ist denn hier los? Uiuiui. Ganz ruhig rennen. Lass uns sie nicht verärgern. Ich erfasse die Docks, aber sie scheinen abgeriegelt worden zu sein. Ich markiere Stellen, an denen sich Hacking-Punkte befinden könnten. Oh. Ich habe unsere Drohnen so modifiziert, dass sie das gleiche Signal aussenden und die Xenon verwirren. Ich weiß nicht, wie lange das funktionieren wird. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Da ist ein Versorgungsschiff von den Xenon. Die sehen auch, ja, rein optisch sind sie aber nicht schlecht, die Dinger, ne? Haben schon was. Sieht aus wie, ja, ich erspare mir jetzt den Kommentar, der sieht aus wie ein Scampi. Du kommst bei uns auf die Pizza in Pizza Connection, mein Freund. Eieiei. Was ist denn das für eine Station? Da gibt's aber keine... Doch, da drüben ist ein Punkt zum Freischalten. Komm, das interessiert mich jetzt. Was wird hier produziert? Wird hier überhaupt was produziert? Ups, Entschuldigung. Jetzt hätten wir uns ja eigentlich schon mit dieser Kollision verraten, ne? Weil die Xenon, diese künstliche Lebensform, wird ja wahrscheinlich niemals mit sich selbst kollidieren. Das wäre ja ein Blödsinn. So... Da oben habe ich dann einen Undock-Spot gesehen. Hier, genau. Lade, ich probiere mal anzudocken. Dies ist die Albion Skank. Das geht sogar. Bitten Erlaubnis zum Andocken. Das geht sogar. Boah. Traue ich mich jetzt da auszusteigen? Ich schau mal vorsichtig. Ich sehe mal nix. Oh oh. Ist ja eigentlich unlogisch, oder? Die Xenon, wenn sie die Station bauen, dann brauchen die doch eigentlich nirgendwo andocken. Das sind ja keine Lebensformen im eigentlichen Sinn, ne? Die brauchen doch sowas nicht. Oh, die Tür geht auf. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich irgendwie an Star Trek, der erste Kontakt. Wo sie die Enterprise umgebaut haben. Boah. Eieiei. Ist eigentlich total verrückt, was ich hier mache, ne? Ich glaube, da vorne ist auch schon einer. Oh, 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 oh. Hallo. Oh, wer ist denn das? Der ist ja tot. Schaut euch den mal an. Ich glaube, hier war schon mal jemand. Uiuiui. Ui, ui. Was weiß ich? Ich komme hier gar nicht weiter. Achso, ich bin am Boden festgehangen. Da ist so eine Drohne oder sowas. Was das ist? Ach, das stört denn gar nicht, dass wir hier sind. Okay, interessant. Was haben wir hier? Eine leere Kiste. Sehr schön. Freuen wir uns. Wir freuen uns immer über leere Kisten. Wieso fängt es da zu leuchten an, da drüben? Na? Ja, wird schon schief gehen. Was haben wir hier noch? Hackerchips. Cool, nehmen wir mit. Wie kommen die hier an Bord? Nächste Frage, ne? Und Waffenschnittstellenchips, jawohl, da ist nochmal eine Kiste. Credits, cool, wir kommen Credits hier an Bord. Also das ist jetzt ein bisschen unlogisch, muss ich gestehen. Naja. So, hier ist nochmal, ja, ein jämmerlicher Überrest einer verwandten Spezies, würde ich mal sagen. So, da ist noch eine Kiste. Handfeuerwaffen. Aha. Ja, ja, kehre zurück zum Schiff. Ich weiß, das ist... Ja, aber hey, ich habe echt gedacht, wir könnten hier vielleicht mal so was bisschen Interessantes sehen. Ja gut, es ist schon interessant, aber... So das Muffensausen ist weg, muss ich gestehen. Also offenbar droht uns hier keine Gefahr. Die Tarnvorrichtung scheint auch für uns zu greifen. Finde ich jetzt interessant. So, da lag der Nächste. Ruhe in Frieden, mein Freund. So, hier ist nochmal was zu mitnehmen. Nochmal Hackerchips. Aber ja, mei, das ist ja lahm. Ne? Also, hier ist jetzt nicht wirklich was passiert.
Also dann wieder zurück an Bord der Albion Skunk, unseres kleinen Stinktiers. Aber aussehen natürlich, ne? Tut schon nicht schlecht. Wobei es schon sehr, ja, meine Stationen Albion und Omicron Lyrie und so sehen auch nicht groß anders aus. Ja, wobei doch Omicron Lyrie schon, aber die Fries oder so, nö, sieht alles so ziemlich gleich aus. Nur hier halt mit einem verstärkten Rotton. Na gut, dann zurück an Bord. Alle hopp. Hallöchen, Jescha. Ach, jetzt sollen wir die Trojaner-ROV starten. Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn wir das hier direkt an der Station machen. Ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich. Also nicht, dass wir hier die risikolose Variante wählen. Ich meine, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, war ja auch in gewisser Weise total verrückt. Ui, da ist ein Feind. Ach, Personentransporter, ja, okay. Ach, die düsen hier auch rum, oder wie? Es interessiert niemand. Ja, wenn der für uns feindlich ist, dann muss der für die Xenon ja auch feindlich sein, weil wir sind ja Xenon im Moment, ne? Oder zumindest gaukeln wir so rum, als wären wir Xenon. Wir tun mal zumindest so, als ob, auch wenn es überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. So, da hinten müssen wir hindüsen. Okay. So, vorher schalten wir noch kurz dieses I frei. Vielleicht wird da hier irgendwas produziert. Schau mal kurz. So, ein bisschen was haben wir erforscht. 21%. So, da wird was... Na toll, hier wird was produziert. 10%. Sehen wir da was? Nö. Nicht wirklich. Na, düsen wir mal hin. Das will ich jetzt schon wissen, was hier produziert wird. Haben wir ja noch irgendwo ein paar Is, bitte. Ja, aber viel größer als die Stationen in Albion oder Omicron Lyrie oder so. Das ist es jetzt auch nicht unbedingt, also... Naja, hätte ich mir mehr erwartet. So, da war doch noch ein I. Da drüben ist noch ein I. Zumindest habe ich es gerade gesehen, genau hier. So, einmal I. Also dann nochmal kurz ein Blick auf die Karte. Ja, hat nicht viel gebracht. Ja komm, dann ist mir's auch wurscht. Und fliegen wir hier zu dieser... Ja, ist schon recht, ich fliege ja schon hin. Zu dieser Markierung. Alles klar, alles klar. Ach, hier müssen wir hacken, oder wie? Uiuiui. Die nächste Station... Naja. Das, was ist hier bald? Was ist hier grün? Ich sehe hier was Grünes. Irgendwas ist hier grün. Oder ist das wieder mal ein Grafikbug? Ja, wir sind grün. Toll. Aber ich sehe doch hier, da seid ihr was Grünes. Das Ding hier. Wer bist du? Ach, jetzt sehen wir uns hier schon selbst. Oh nein. Freunde. Aua. Ah, okay, gut. Nö. Wir sind ja einiges gewohnt mittlerweile. Wir werden auch das überleben. So, also dann verpissen wir uns aber noch ein bisschen in den Nebel, wenn es geht. Weil ich muss jetzt nicht unbedingt gleich hier zu scannen anfangen. Da, wo es total offensichtlich ist. Ich nehme lieber ein bisschen Sicherheitsabstand. Man weiß ja nie... Man weiß ja nie. So. Ich denke, hier sind wir recht gut positioniert. Dann können wir unsere Trojaner-Drohne starten. Das machen wir allerdings nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Ich denke, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Schnitt. Ja, ich sage bis dahin an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge, wo wir die Xenon mit unserer Drohne ein bisschen ärgern werden. Bis dahin. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus!